ich flieg da gerade nicht so. Hab ich dir eigentlich schon gesagt? Ich würde für welche gleich. Herrlich! Ich zeige dir gleich einige neue Farbmuster, die der Maestro entworfen hat. Du wirst begeistert sein. Also jetzt haben wir nur noch 23 Millionen, das heißt, wir haben fast 100 Millionen für einen Flieger ausgegeben. Für einen! Also, nicht ganz 100 Millionen, also es fehlt noch ein Stückchen, aber... Also wenn... Jetzt ist ja alles auf dem Besten, geht ja gar nicht. Ja. Blub, blub, blub. Warten wir mal ab, was jetzt rauskommt. Ich hoffe mal, da kommt was Sinnvolles raus. Wäre zumindest nicht verkehrt, würde ich sagen, wenn da mal was, ja, rauskommt, möchte ich mal sagen. Guten Morgen. Kommen Sie gleich zum Geschäft. Wie ich sehe, ist seit dem letzten Meeting einiges passiert. Tatsächlich fertig? Es wundert mich bloß, dass es so lange gedauert hat. Aber das war bei weitem noch nicht alles. Sie werden schon sehen. Und die anderen sollten sich beim nächsten Mal mehr Mühe geben. Okay, ja, also. Man muss alles aufpassen aufs Maximum, okay. Für einen Billigflieger fand ich das jetzt etwas overdressed, möchte ich sagen. Ist vielleicht auch eine ganz andere Meinung gewesen. Wir spielen wieder auf leicht mit 100 Millionen und... Beginne die nächste Mission, zumindest den Anfang, denn ich werde nicht mehr lange machen, denn ich bin noch gekränkt. Sie haben meine Aufwärmübung beinahe spielend geschafft. Also kann ich jetzt die Samthandschuhe ausziehen und Ihnen eine richtige Aufgabe geben. Ich will sehen, wer es am schnellsten schafft, eine große Menge Passagiere zu befördern. Das ist Ihnen sicher zu leicht. Versuchen Sie trotzdem nicht pleite zu machen. Ja. Dein Handy klingelt. Klicke auf die Schaltfläche weiter. Hey, ich bin's wieder. Der gute alte Rick. Willkommen in New York. Warst du schon am Broadway? Ich habe ein paar neue Infos für dich. Ich warte vor deinem Büro auf dich. Na? Ich hoffe, Usharoni hat dich nicht zu hart angenommen. Wie ich hörte, hast du dich ja wacker geschlagen. Glückwunsch. Ich habe gerade erfahren, dass es hier am Flughafen eine neue Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Und ich spreche nicht von Geldbündeln im Papierkorb der Bank. Folge mir jetzt erstmal in den öffentlichen Flughafenbereich und dann zum Reisebüro. Okay, dann werden wir das mal machen. Auch wenn das nicht unsere Mission ist, aber ich hoffe mal, das wird sich jetzt nicht krass bemerkbar machen. Das Büro ist hier gleich um die Ecke. Da wären wir. Hier im Reisebüro kannst du Auftragsflüge annehmen. Diese funktionieren etwas anders als Linienflüge. Reiseveranstalter chartern oft ganze Flugzeuge, um ihre Kunden ans Ziel zu bringen. Frag einfach die nette Dame am Schalter nach verfügbaren Aufträgen. Ja. Wie ich sehe, darf ich sie heute zum ersten Mal bei Skyline? Ja, geht nicht. Auftrag für Sie. Wählen Sie ihn aus. Liste aus der Aufträge. Ich möchte gern sehen, welche Aufträge angeboten werden. Hier können Sie die Charterflüge sehen, die in der nächsten Zeit... Ich habe auch gesehen, es gibt ein Update, das sollte ich mal die Tage draufspielen irgendwie. Wäre ja nicht schlecht, ne? Hab ich gemerkt. Wie ich sehe, darf ich im heutigen ersten Skyline... Achso, ja, wir schauen es mal nach. Las Vegas, New York, Atlanta. Aber wir sind jetzt in New York. Okay, ich verstehe. Oh, Las Vegas klingt doch gut, oder? Nur ne, wo vielleicht am meisten Passagiere transportiert werden. Das macht ja eigentlich Harley fix. Prämie 45, Vertragsstrafe 45.000 zu erledigen heute. Ja, Entfernung Kilometer 922.000. Nein. Da müsste ich ja einen Langstreckenflieger kaufen. So viel Geld habe ich gar nicht. Das ist schon blöd. Der hat 3700 Kilometer Prämie, Vertragsstrafe erledigen bis Freitag. Wir haben jetzt Montag. Das lässt sich ja wohl, Natürlich solltest du nicht einfach jeden beliebigen Auftrag annehmen. Zwar bekommst du für jeden erfolgreich durchgeführten Auftragsflug eine Prämie. Aber wenn du es nicht schaffst, den Flug rechtzeitig durchzuführen, wird eine Strafe fällig. Okay. Um den Auftrag jetzt durchzuführen, geh wieder zur Weltkarte in deinem Büro. Okay, dann wollen wir mal zurücklaufen
und schauen, ob wir den Charger-Auftrag irgendwie gleich durchführen können. Das waren nur 3000 Kilometer, das war nicht so weit. Da ist mein Büro. Und dann werden wir nämlich auch langsam zum Ende von unserer nächsten Let's Play Session kommen. Ich werde sicher wieder 3x10 Minuten Part. Ich fand das ganz angenehm zu gucken eigentlich, veröffentlichen. Und vor allen Dingen zu konvertieren. Ja. Dann klickst du auf die Schaltfläche Aufträge. Statt der Linienflugliste bekommst du nun eine Liste mit all deinen angenommenen Auftragsflügen. Diese kannst du wie gewohnt zum Flugplan eines deiner Flugzeuge hinzufügen. Ich habe gesehen, dass sich bei dir Berater beworben haben. Berater kann verdammt nützlich sein. Sind aber verflixt teuer. Zum Glück haben sie aber fixe Gehaltsvorstellungen. Falls du also je die Gehälter erhöhen solltest, bekommen diese Typen immer noch sehr viel. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber gerade für den Anfang sind Berater wirklich hilfreich. Beispielsweise hilft dir der Auftragsanalyst bei der Analyse von Aufträgen. Der Flugzeugberater erkennt schnell, ob ein neues Flugzeug etwas taugt oder nicht und kann dir sogar bei der Konstruktion helfen. Schließlich gibt es noch den Personalberater, der deine Angestellten ständig im Blick behält und dich sofort informiert, wenn es Schwierigkeiten gibt. Der Routenanalyst gibt dir Tipps, welche Routen es sich zu mieten lohnt. Und mein persönlicher Favorit, der Spion, hält dich immer auf dem Laufenden, was deine Konkurrenten anbelangt. Jetzt will ich dich aber nicht weiter von der Arbeit abhalten. Ich weiß ja, dass Usharoni dir sicherlich wieder einen schwierigen Auftrag erteilt hat. Dankeschön! Wir werden es auf jeden Fall packen, aber erstmal brauchen wir ein Flugzeug und wir werden uns jetzt einen Berater holen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Komme was wolle und werden dann noch ein Flugzeug bauen lassen. Und wir haben 100 Millionen. Wir schauen uns mal nach einem Berater. Den müssen wir sicher auch im Personalbereich, glaube ich, einfach anheuern. Hallo Boss, was kann ich für Sie tun? Ich habe Ihnen die interessantesten Bewerber hier aufgelistet, Boss. Ah. Wählen Sie einen Bewerber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, um ihn bei unserer Airline zu beschäftigen. Das macht vielleicht Sinn, wenn man den wirklich Routenanalyst, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt weiß ich nicht, ob es Sinn macht, einen Spion jetzt schon am Anfang zu holen, wenn wir sowieso kein Geld haben. Gehaltswunsch, ein Auftragsanalyst, den könnten wir eigentlich, ich weiß nicht. Ich würde das mal den Routenanalyst gerne holen. Nein, bin ich nicht, fällt mir da ein. Dann können wir eigentlich auch einen Piloten gleich holen, den werden wir gleich den teuersten nehmen. Und zwei Damen, die brauchen wir ja auf jeden Fall auch, wenn wir einmal da sind, bevor man uns die wieder wegschnappt. Hallo, Konkurrenz. Achtung bitte, das schwedische Damen-Volleyball-Team wird umgehend zum Sicherheitscheck gebeten. Das schwedische Volleyball-Team Buddies, zum Sicherheitscheck lauf! Bitte. Nein, also weiter geht's. So, schauen wir mal, wie das mit dem Berater jetzt funktioniert. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade über die Anwendungsmöglichkeiten von Hamstern in Flugzeugantrieben nachgedacht. Ja, also was kann ich möchte gerne eine Maschine kaufen. Ich möchte expandieren. Wo bekomme ich neue Maschinen? Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration eines Flugzeugs ändern. Wählen Sie dazu ein Bauteil direkt am Flugzeug aus. Sobald Sie fertig sind, regeln wir das Geschäft. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Oh, jetzt hätte ich das aber auch gleich aufbessern können. Scheiße, habe ich das natürlich schon gekauft, aber ohne zu konfigurieren, kann ich das aufbessern? Ah, gut. Ich würde gerne. Wählen Sie aus den. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration eines Flugzeugs ändern. Wählen Sie ein Bauteil direkt am Flugzeug aus. Sobald Sie fertig sind, regeln wir das Geschäft. Ja, aber irgendwie, der Berater ist jetzt... Muss ich irgendwo draufklicken? Geschwindigkeit bei geringerer Reichweite. Ah, kostet ein recht hoch. Ein Kurzstreckenverfolger mit genügend Geld. Ich glaube, die Passagieranzahl wäre wichtiger und die Räder, das macht vielleicht mehr Sinn. Verfallgeschwindigkeit, das sollte man vielleicht auch mal machen. Nicht so schnell verfällt, aber jetzt
Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration... Ach du Scheiße. Möchten Sie dieses Flugzeug nun in dieser Konfiguration kaufen? Das würde Sie so viel kosten. Ich würde gerne... Ich würde gerne... Wählen nur... Wenn Sie möchten, was mache ich gerade? Die Konfiguration eines Flugzeugs. Ich würde. Wählen Sie auf. Diese Maschine. Diese Maschine. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration eines Flugzeugs ändern. Wählen Sie dazu ein Bauteil. Wenn Sie möchten, können. Möchten Sie aber soll ich 30 Millionen für den Verbesserung? Wie funktioniert das denn gerade? Ich möchte gerne eines meiner Flugzeuge nachbauen lassen. Ich würde gerne eines meiner... Wählen Sie aus der Liste eine Maschine, die Sie nach... Ach, nachbauen. Diese Maschine. Das ist natürlich... Wenn Sie möchten, können Sie... Blöd gelaufen, man kann das wahrscheinlich nicht. Klar, da hätte schon viel eher drauf kommen können. Tja, dann müssen wir das mal so hinnehmen, in der Hoffnung, dass es reicht. Schauen wir mal. Wir schauen erstmal, unsere Aufgabe ist ja, so viele Passagiere wie möglich zu transportieren. Und das nach welcher Aufgabenliste, ist egal. 0 von 10.000, das heißt, wir werden erstmal... Ich möchte meine Routen gerne verwalten. Haben wir jetzt noch die Strecke oder haben wir jetzt keine mehr? Ich würde gerne von London... Bin ich jetzt? Bin ich ja in New York. Jetzt muss ich natürlich... Ja, was, Los Angeles, das weit weg? Was ist denn das? Wie ist denn das hier? Die Entfernung würde ich gerne sehen. Aber ich glaube, das könnten wir vielleicht so nehmen. New York, Los Angeles klingt doch nicht schlecht. Da kann man... was machen, glaube ich. Ich hoffe, jetzt habe ich aber... Ich habe nämlich so absolut nicht geguckt, wie viel Entfernung das hat. Ich hoffe jetzt einfach, das wird mal so gehen. Wir werden einfach unseren Flugplan mal machen. Oh, kann es sein, dass das zu, Houston, you have a problem. Die Flugroute ist zu, die würde ich gerne abmelden, denn die ist zu weit. Die ist, glaube ich, zu weit. Nein, lauf, Manager. Jetzt melden wir uns noch die Flugstrecke ab und dann werden wir das Let's Play für heute beenden, denn ich werde da mal gucken, was ich für eine Flugroute am besten nehme. Jetzt muss ich erstmal schauen, kann ich die überhaupt abmelden? Aufgeben. Ja, gut. Ja, dann Zürich, New York, Rio de Janeiro. Ich glaube nicht, Zürich. Ah, sieht alles so weit aus, oder? Chicago. New York, Chicago ist doch, glaube. Das müsste drin sein. Na Gott, das passt auf jeden Fall. Sehe ich ja gerade hier, das ist ja okay. Dann schauen wir nochmal, ob das reicht. Ja, ich hatte gesagt, ich höre auf, aber wir gucken erstmal, ob das reicht. Ich hoffe. Denn dann würde ich gerne doch noch den Flugplan machen. Dann haben wir nämlich das dann... Dann weine ich. Sonst. Nein. Wir schauen mal, wie das aussieht, ob das was machen kann. Jetzt geht's doch, ich sag's doch. Dazu hat das Flugzeug auch gereicht. Ich würde sagen, wir könnten hier einfach mal... 60 Minuten frühes Wartung, dann können wir hier Chicago... Nee, New York, wir sind doch in New York, oder? Wir sind doch von New York, starten wir doch. Chicago. Das heißt, dann haben wir Wartungsarbeit, dann starten wir wieder von New York, Chicago, würde ich sagen. New York, Chicago, nochmal. Also ich habe gemerkt, so oft muss man nicht warten. Das reicht, wenn man das so einmal am Tag macht, glaube ich, habe ich gemerkt. Ist halt auch immer davon abhängig, wie weit die Flugstrecke ist, ne? Wir werden auf jeden Fall Dumpingpreise und Dumpingpreise anstellen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir Einnahmen machen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Noch haben wir natürlich keine. Und ich würde gerne... Nee, Wartungsarbeiten hat man schon gemacht. Das dann wiederholen. Ich würde eigentlich gerne noch einen Flug machen. New York, Chicago. Ja, der letzte Flug dann dort ist und dass wir dann nochmal früh eigentlich die Wartungsarbeiten eh haben. Unsere Armpiloten fällt mir da ein. Das ist schon hart, sag ich mal. Warum leuchtet das? Natürlich leuchtet das rot. Kann ich natürlich gleich sagen, warum. Weil man müsste natürlich auch. Achtung bitte, Passagier Herr Fährlich möchte sich bitte an der Hauptinformation melden. Herr Sergei Fährlich, bitte zur Hauptinformation. Wir müssen natürlich auch zuweisen, fällt mir da ein.
So sieht die Zuteilung ihrer Mitarbeiter derzeit aus, Chef. So. Und jetzt können wir nämlich auch fliegen. Mit diesen Worten, wir können auch fliegen, beende ich für heute das Let's Play. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns. Bis später. Erstmal speichern. Kampagne Let's Play. Überschreiben. Nochmal überschreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es richtig ist. Warum das jetzt war unnötig, ich weiß. Euer Martin. Tschüss.